Das ist ja nachher der Nächste, der heißt Ueli Roth, der hat den ganzen Umbau gemacht. Das war ja ein Neubau, das ganze Loch und Tunnel und so weiter. Und dann hat er mir den Auftrag gegeben. Und da hatte ich dann zu tun mit den Leuten von der SBB. Und aber auch die vom Tram. Das war sehr schwierig. Und das war noch interessant. Dann war ich noch in Gockhausen. Und da sind die vom Tram und SBB und der Architekt und alle da gewesen. Und ich habe das Projekt gezeigt. Mhm. Und sie haben dann angefangen zu nörgeln. Und ja, es ist doch nicht so, was wir wollen und so weiter. Da habe ich gemerkt, sie hätten etwas Dramatisches wollen. Und ich bin dagegen, dass im Bahnhof Dramatik ist. Es ist dramatisch genug, der Zug und die Aufregung. Bin ich zur Zeit dort, bin ich nicht zur Zeit dort. Also ich finde zum Beispiel nicht gut in Kloten. Das ist, man kommt an und muss den Koffer nehmen und wo ist er? Da findet man es nicht, weil so viel auf die Augen auf einen zukommt. Mhm. Ich wollte es ruhig haben. Mhm. Das haben sie abgelehnt. Und dann habe ich gesagt, hören Sie, ich diskutiere. Da habe ich noch so Allüre gehabt. Ich habe gesagt, hören Sie, ich verzichte auf den Auftrag. Gehen Sie jetzt raus und lassen Sie mich in Ruhe. Und dann sind sie aufgegangen, alle miteinander ins Restaurant. Dort Frohsinn oder wie es heisst, da oben, gerade oben dran, von meinem Atelier. Ja, ja. Und ich habe zusammengeräumt und wollte essen. Über ins Atelier, in das Wohnhaus. Da sind plötzlich alle wieder da gewesen. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Da geht der Pfeil nach rechts, weil er da so fährt. Und dort hinten fährt, ist der Pfeil nach dieser Richtung. Mhm. Sehen Sie es jetzt da? Ja, ja. Ja, es ist wie in vielen, es deprimiert mich einfach, weil unsere Leute, die verantwortlich wären, ich rede nicht von der SBB, das hat ja einen Grund, dass die Jungen das machen. Und dass man da auf den Grund geht. Nicht? Zum Beispiel in Monsanto gibt es das nicht, weil die Kinder alle können malen. Sehen Sie, da meine ich, dass man nicht noch einen Haufen Herren malen. Nicht? Wir können mal ein bisschen weiterführen. Mhm. Schauen, ob da. Aber sie haben scheinbar alles vermalt. Nein, sind nicht alle, aber einer. Da auch. Und dort haben sie es abmontiert. Ja, ja, da haben sie alles abmontiert, ja. Wann macht es denn das? Das ist doch gefährlich, wenn da ein Zug durchrast. Ich denke, die Nacht ist am einfachsten. Da sieht man es jetzt ein bisschen. Ja, ist auch verschmiert. Ja. Voran war es sehr farbig. Mhm. Und dann, wenn es Licht gab, wäre das ruhige Wand gewesen. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ist es schon ziemlich vergleichbar. Ja, hat keine Farbe mehr. Ne? Ja, ja. Für mich hat Kunst eine Funktion. Und die Funktion muss so sein, adäquat am Ort. Es gibt den Spruch vom Architekt Loos, wo er gesagt hat, die äußere Form sei Abbild der inneren Funktion. Mhm. Das heisst also, nicht irgendetwas hermachen, sondern überlegen, was ist da. Also, wir haben hier einen Bahnhof und da hat es Gleis und da hat es Reklame und da hat es einen Zug, der durchrast und schallt und aufpasst. Jetzt da nicht. Und da bin ich der Meinung, es muss ruhig sein. Und ich bin sehr glücklich in dieser Zeit, aber jetzt sind die Farben weg. Wir müssen die alle neu machen. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, der Leonardo da Vinci wäre jetzt da, was der will verschrecken, zu Tod verschrecken. Nicht? Und wir haben immer noch das ein bisschen in uns. Nicht? Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht von lauter Theater die Leute kaputt machen. Nicht, nicht mehr können schlafen. Ich habe jetzt gelesen, wir haben in der Schweiz, glaube ich, über 50% Depressive, nicht? Erwachsene. Und das kommt alles vom zu viel und zum
Man hat Angst, man verliert schnell und das Geld und es wird gestohlen. Und wir leben in einer enormen Unruhe. Mhm. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch mit der Kunst noch mehr Unruhe dazu tun.